Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Non-Farm Payrolls Live Trading. Und ja, also eigentlich muss ich ja, wie viele Jahre machen wir das jetzt schon zusammen, Dirk? Ist auf jeden Fall sehr lange. Den jungen Mann jetzt nicht mehr vorstellen, aber ich freue mich natürlich, dass Dirk wieder mit uns das Webinar veranstaltet. Und ich freue mich natürlich auch, dass so viele wieder auch an dem schönen Tag jetzt hier live dabei sind. Und ja, da lasst du Lutz, ne? So, wir schauen uns zunächst, Moment, siehst du, Lutz, du bringst mich ganz durcheinander hier. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, für den einen oder anderen, der noch nicht dabei war. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich begrüße den dann von FX Flat. Aber jetzt zu dem wichtigen Teil, denn wie immer müssen wir uns auch mal den Risikohinweis anschauen und beachten. Wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Und dürfen dieses Event bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ich merke gerade, wenn man seinen Vortrag hier entsprechend präsentieren möchte und gleichzeitig in den Chat reinschaut, dann wird man leicht abgelenkt, weil doch so viel los ist da drin jetzt. Aber gut, ich glaube, ich habe alles gut geschafft und überstanden und gebe jetzt den Bildschirm an Dirk. Wünsche wir immer viel Erfolg und viel Spaß. Hoffentlich bewegen sich die Märkte heute ein bisschen. Und ja, wenn irgendwas ist, ich bin da, Dirk. So, erstmal gucken, Bildschirm. Weil, wie gesagt, hier einmal alles neu, aber das sieht doch auf Anhieb schon mal gut aus. So, und was das Ablenken angeht im Chat, ja, da kann ich nur sagen, ja, welcome. Das ist immer das Problem ja auch generell, wenn man Webinare macht oder wenn man Live-Trading macht, man hat irgendwie den Chart, man muss irgendwie moderieren, man hat irgendwie noch den Chat im Blick und versucht sich dadurch alles irgendwie zeitgleich durchzuhangeln. So, das sage ich an der Stelle hallo und herzlich willkommen zum NFP Live-Trading. Heute nochmal mit dem Nelson. Wir haben schon lange nicht mehr Webinar zusammen gemacht, hat er schon gesagt. Ich freue mich, wieder da zu sein und muss erstmal deinen Raum bewundern jetzt. Ja, es ist ein bisschen anders als vorher, ne? Also minimal eigentlich nur. Es gibt nur irgendwie so ein bisschen mehr Farbe und es sieht alles, glaube ich, so ein bisschen frischer aus hier als vorher und nichts verändert. Nelson ist auch da. Hä? Nelson ist auch da. Ja, genau. Genau, Nelson, der natürlich, der ist jetzt ein bisschen verschwommen in der hinten der Ecke. Guck mal hier, der Norbert, ne? Sagt hier einfach nichts verändert. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, hier endlich mal vernünftig auszusehen. Neue Kamera, neues Setup. Aber Hauptsache die Ente ist da, genau. Ja, neues Licht, damit ich nicht mehr so krank aussehe wie sonst. Nee, von daher, was, die Kamera? Also ist das wirklich das allererste, jetzt auch mit dem Setup, also visuell. Von daher gerne auch irgendwie ein bisschen Input da reingeben, freue ich mich natürlich. Ja, die Kamera, das ist, aber gut, das ist ein Thema für sich. Vielleicht mache ich da mal irgendwann YouTube-Webinar dazu, wie man irgendwie seinen Schreibtisch ausleuchtet. Und ja, der Timo ist klar, ne, hilft auch keine Kamera mehr. Das ist gut. Ne? Ich meine, wer solche Freunde hat, ne, braucht keine Feinde mehr. Das weiß man ja. So, kurze Rede, langer Sinn. Ich hoffe, es geht euch gut. Und wie der Nelson ja auch schon gesagt hat, ne, und das kann ich halt immer nur wiederholen. Ich weiß, das ist halt, können auch einige schon nicht mehr hören. Aber das ist alles, was ich hier mache. Bitte nicht einfach nachhandeln, sondern wirklich selbst auch überlegen, passt das zu dem, was ich machen will? Und dann kann man natürlich gerne meine Überlegungen halt mit dazu nehmen und gucken, ob das irgendwie alles zusammengeht. Aber bitte nicht einfach blind nachhandeln. Das funktioniert halt nicht. Außer man macht es wirklich immer, 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 immer. Dann hat man über die Jahre auch mit Sicherheit ein positives Ergebnis. Also das heißt mit Sicherheit, in den letzten Jahren war es auf jeden Fall so. Aber das heißt ja, wie auch immer, wie immer auch nichts für die Zukunft. So, ich freue mich natürlich, wenn es funktioniert, aber trotzdem, ich kann es auch nicht garantieren. Ich kann auch nur versuchen, den Markt zu interpretieren und herauszufinden, was er uns denn da sagen will und wo die Reise hingeht. So, dann gehe ich mal hier auf den Hauptbildschirm und da gucken wir uns die ganze Geschichte mal an. Oh, so, das ist schon mal falsch da unten. So, das ist jetzt richtig. Also, wie immer auf der linken Seite der DAX, ja, auch da unten rund ist neu. Ich muss gerade selber mal so ein bisschen hin und her gucken, ob das alles passt. Ich hoffe, es funktioniert. Zeitverzögert, Bild und Ton. Ja, das ist halt leider bei GoToWebinar, aber da hat der Nelson gesagt, da werden die demnächst mal eine andere Software an den Start bringen. Ne, Nelson? Okay.
Ja, das wäre schon irgendwie hilfreich. Ne? Es ist halt so ein bisschen schade, man gibt sich irgendwie so viel Mühe, irgendwie ein vernünftiges Bild hinzukriegen. Und dann schaut man sich auf YouTube an oder bei GoToWebinar halt dann eben und dann ist alles irgendwie nur am Ruckeln und irgendwie, das ist halt so ein bisschen schade. Aber okay, so ist es halt. Also linke Seite der DAX, rechte Seite der DAU. Ich habe ja gestern beziehungsweise heute im Blog steht ja auch das, was ich mir gestern überlegt habe. Ich habe heute irgendwie bin ein bisschen holprig unterwegs, merke ich gerade. Dass der Markt eigentlich nach einer Umkehr eine Umkehr gemacht hat. Also vor allen Dingen halt eben tatsächlich im DAX. Den DAX habe ich in letzter Zeit so ein bisschen mehr auf dem Schirm, weil der eigentlich so ein bisschen klarer halt zu handeln ist, im Gegensatz zu dem DAU. Und im DAX sieht man halt vor allen Dingen, also hier unten ist er relativ sauber abgeprallt, nochmal in diesem ursprünglichen Widerstand und hat dann hier gestern ist viel zu hoch gelaufen im Stundenchart. Hier sieht man das wesentlich deutlicher, dass er halt hier nochmal eine Umkehr hingelegt hat. Also hier eigentlich war Short getriggert, ja, mit dem Unterschreiten hier von den Lows, von den ganzen Supports. Hier an der Stelle war hier unten eigentlich relativ deutlich Short getriggert. So, und dann hat aber was gemacht gestern, einfach das Ding nochmal ausgehebelt und dann im H1, das zeige ich gleich, obwohl ich kann ja auch mal kurz umschalten hier. Ich will mich jetzt noch nicht zu lange am DAX aufhalten und da sieht man halt relativ deutlich hier die Geschichte. Das war alles noch okay. Also hier in diesen Widerstandsbereich hinein. Ja, also das war alles noch sauber. Die Farbe ist natürlich jetzt so ein bisschen falsch. Die müsste eigentlich jetzt einfach nur irgendwie rot sein, ja, weil das ja auch hier die letzte Welle gewesen ist. Halt hier nach oben in der Korrektur. Dann hier neues Tief an der Stelle. Dann nochmal da dran. Alles fein. Hatte ich auch im Blog gestern, habe ich ja gesagt, bis 800 drauf ist okay. Das wäre so der Bereich gewesen. Da ist er ein bisschen drüber. Bisschen, 60 Punkte ist nicht bisschen. Hier nochmal bis an die Grenze, kein neues Tief und zieht dann hier oben wirklich raus. So, und das hat sich ja auch, glaube ich, das müsste gestern Abend schon gewesen sein, genau. Also hier eindeutig verletzt diese Hochs und deswegen habe ich auch geschrieben heute im Blog, dass eigentlich nach der Umkehr, die hier stattgefunden hat, nach Short, haben wir schon wieder eine Umkehr nach Long. Und was macht der Markt heute? Zieht dann zumindest mal konsequenterweise rauf. Das passt natürlich dann auch so weit, was jetzt halt den neuen Trend angeht. Ja, das heißt, der DAX ist tatsächlich jetzt gerade einfach nur long, ja. Und zumindest mal jetzt irgendwie in der Stunde gesehen. Hier oben haben wir jetzt wieder Widerstände. Und da ist natürlich jetzt die Frage, fallen die oder fallen die halt nicht an der Stelle. Wenn man sich das Ganze jetzt mal im Weekly anschaut, da kann ich mal kurz rübergehen. Hier in den Wochencharts, ich bleibe mal ganz kurz im DAX. Und dann sieht man halt, das hatte ich auch im Blog geschrieben, es könnte sein, dass der natürlich versucht, die Woche auf grün zu ziehen. So, da waren wir eben auch schon fast hier oben dran. Und das heißt, der könnte natürlich hier jetzt auch nach oben rausziehen. Da bräuchte es natürlich schon relativ viel Bums von den NFPs oder halt eben generell von den US-Werten, damit die ganze Geschichte da halt funktioniert. Kann aber tatsächlich sein. Würde er jetzt vor allen Dingen halt wirklich da oben hinlaufen, als Beispiel 16.000 200, dann würden wir auch sehen, dass zum Beispiel hier der SMA20 im Weekly wohlgemerkt, dann würde der wahrscheinlich hier hängen irgendwo, ja, also irgendwo hier oben drin stehen. Das heißt, dann würde die Woche genau auf dem SMA20 im Weekly tatsächlich stehen. Um das nur nochmal zu erklären, wie das gemeint war. So, gucken wir uns mal den DAU dazu an. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Ich versuche auch einen Trade aufzumachen gleich. Der sieht ein bisschen anders aus. Also ein bisschen ist gut, das sieht eigentlich völlig anders aus. Der hat sich halt hier dann auch gewehrt und geweigert, hier auch ein neues Tief zu machen, setzt fast punktgenau da unten auf meiner 681 auf, die ich ja vorher schon auch als Cluster zitiert habe. Läuft von hier über den ganzen Tag von gestern und jetzt sind wir von unten am SMA 20. So, das macht insofern natürlich schon Sinn. Also ich handle die halt letzter Zeit wirklich halt ganz gerne. Weil man halt schon sieht, ein Daily, dass das halt schon irgendwie so eine gewisse Relevanz hat. Jetzt läuft die ganze Geschichte hier nach unten. Das heißt, wir laufen gegen den fallenden SMA20. Das ist erstmal nicht so einfach und von daher ist die Reaktion jetzt hier auch völlig okay. Sind aber jetzt gerade mal 50 Punkte und da muss man halt sehen, wie viel das dann am Ende werden. Der markanteste Punkt, das wäre jetzt halt heute meine Herangehensweise im DAU, der markanteste Punkt ist für meine Begriffe ganz eindeutig der hier. Ich hoffe, man kann das gut nachvollziehen. Ich bin nicht im Bild. So, das ist der hier. Das heißt, da sind wir gestern über den Vortag rausgelaufen und dann halt einfach weiter geradeaus. Bricht man das jetzt mal, also ne, jetzt vorausgesetzt, das zeigt sich in der Stunde halt eben ganz genauso. So, das heißt,
Hier haben wir jetzt eigentlich den markanten Punkt deshalb, weil das halt eben natürlich jetzt der Widerstand gewesen ist, der wurde einfach geknackt und nicht rückbestätigt. So, das heißt, das hier wäre halt schon ein Bereich, der jetzt halt zum Tragen kommen könnte. Wer hier schon mal dabei war, der weiß ja halt, ne, so irgendwie Zahlen selber sind für mich immer eher irrelevant, weil im Endeffekt weiß keiner, was halt eben die Marktteilnehmer dann ja auch draus machen. So, das heißt, egal was jetzt kommt, egal ob die Zahlen gut oder schlecht sind, es wird eine Reaktion geben. Und für mich wäre halt absolut plausibel, wenn wir bis dahin laufen, also bis unter die 33.030, die ich ja auch schon tausendmal irgendwo zitiert habe. Und dann von dort versuchen, nochmal hochzulaufen. Das heißt, wenn jetzt hier der Impuls kommt, Short, und er drückt, kann man versuchen, da halt reinzugehen. Oder man lässt sich halt direkt Short einstoppen, sollte aber dann da unten irgendwie raus. Wahrscheinlich nicht ganz einfach, das zu handeln, weil wir natürlich ja auch immer mit Slippage zu kämpfen haben. Das ist gar keine Frage. Und hier sieht man aber auch, dass sich die Geschichte nicht ganz bestätigt. Wir hatten hier eigentlich schon diesen Rücksetzer. Ja, das heißt, also das, was ich hier in grün eingezeichnet habe, da sieht man es ja, ist einfach oben durchgelaufen, ein Rücksetzer und dann weiter. Von daher nicht so ohne, ja. Also dass das hier unten einfach long könnte schwierig werden. Dann geht man vielleicht eher eine Etage tiefer und guckt sich dann halt mal dieses Gebilde hier an, also wo wir gestern halt hier den Ausbruch hatten. Da wäre so die unterste Grenze eigentlich sogar hier zu suchen, ja. Also das heißt, in dem Bereich, wo sind wir da? Moment, ich mache das so ein bisschen dicker. Bei der 860 etwa. Ja, weil das ist halt hier ja auch, wenn man das jetzt nochmal kleiner runterbricht auf noch einen kleineren Timeframe, und dann wird man hier auch sehen, da war ein Widerstand und der ist gekauft worden ohne Rückbestätigung. Ja, also eigentlich das gleiche wie hier im Daily, haben wir hier unten nochmal ein bisschen tiefer. Das wäre natürlich jetzt schon ein ordentlicher Weg, aber wir wissen alle, möglich ist alles. Wir haben schon alles gesehen bei den NFPs. Von daher ist das auf jeden Fall nicht abwegig. Es kann natürlich auch sein, wie immer, ja, dass alles ganz anders kommt, dass der Markt einfach nach oben abhaut. Also hier muss man so ein bisschen mit allem rechnen und ich würde jetzt mal versuchen, das in irgendeiner Form einzufangen. Das heißt, ich wäre schon eigentlich eher ein Freund von erstmal Short und aber das sollte man jetzt nicht übertreiben, also auch was die Position angeht und so weiter, die Positionsgröße, sondern da sollte man sich schon irgendwie so ein bisschen zurückhalten und die Position halt auch sichern. Ja, wir sehen auch hier schon, das Orderbuch wird gerade schon ein bisschen dünn. Ich habe mir auch mal den VPOC hier dazu geholt vom Orkan, also dass man halt hier den volumengewichteten Durchschnitt halt eben auch sieht und da so ein bisschen mehr Informationen dann halt auch hat. So, das kann man jetzt natürlich einfach mit einer Stop-Order könnte man das machen. Ja, man kann natürlich auch hier einfach long gehen. Ja, also nochmal, ich finde es echt schwer. Ich würde gerne eine Short-Position aufmachen, nicht zu hoch. Und würde mich versuchen, dort erstmal einstoppen zu lassen. So, aber halt eben auch nicht mit irgendwie der normalen Positionsgröße, sondern reduziert. Und auch mit einem relativ engen Stop von erstmal 25 Punkten. Und wie gesagt, bitte nicht einfach nachmachen. So, aber es wäre für mich trotz allem erstmal das Plausibelste, wenn der Markt halt nach unten reagieren würde. Ja, egal was jetzt da kommt. Aber wie gesagt, nicht wahnsinnig weit. Man kann auch hier zum Beispiel direkt irgendwie sagen, gut, falls das Ding irgendwie anläuft, mit 50 Punkten irgendwie fange ich halt an zu trailen, hole das Ding halt eben raus. Ja, wie gesagt, kann auch sein, das wäre natürlich Pech, weil hier ist auch das Vortageshoch, von daher auch nicht so easy, dass wir halt einfach nur einmal da drauf tippen und dann halt eben nach oben wieder weglaufen. Wir werden sehen. Also wir haben noch ein paar Sekunden, mal gucken, was passiert. Bitte nicht nachmachen. Die Position ist bei mir wirklich nur halb so groß wie sonst. Von daher ist das jetzt auch kein Weltuntergang, wenn es nicht funktioniert. Ja. So, hier der Stop. So, der ist schon raus, 50 Punkte. Das ging gerade schneller, als man gucken kann. So, aber hat funktioniert. Ja. Jetzt muss ich nur gerade mal irgendwie sehen, was da jetzt auf der anderen Seite steht. Müsste aber so gewesen sein. Ja, ne? So, das ist aufgegangen. Das war natürlich jetzt echt eine mega schnelle Nummer, aber wie ich ja auch gesagt habe, ne, man sollte da irgendwie nicht irgendwie unbedingt drauf bauen, dass der das jetzt bis ganz darunter macht, sondern dann halt eben auch schnell wieder raus sein aus der ganzen Geschichte. So, konnte man das jetzt nachvollziehen überhaupt? Oder ging es wirklich viel zu schnell? Also, das war hier definitiv gerade ein Winner-Trade und nicht irgendwie nur
und bla bla. Und der ging halt einfach nur schnell, ja. Und auch zu schnell, um irgendwie, dass der Trail da irgendwie überhaupt noch groß da halt sichtbar war. Ne? Das liegt dann halt eben natürlich an der Slippage, dass halt eben dann auch zu wenig Ticks, oder nicht an der Slippage, sondern das liegt dann halt am Volumen, weil da einfach viel zu wenig Ticks dann auch da sind. Moment, ich versuche mal ganz kurz was. Ich check mal eben, ob das funktioniert. Ich hoffe, dass das Bild jetzt hier auch funktioniert. Ja, Sekunde mal eben. Mal gucken, ob es hier, ob ich das darstellen kann. Jetzt bin sofort wieder da. Ja, es waren tatsächlich aber nur 25 Punkte. Ist also nicht besonders gut rausgekommen. Ich mache nur hier gerade von vorhin noch eben schnell was weg. So, und müsste jetzt aber gehen. Ne? Also hier sieht man es. Das ist der Trade von eben. Ja, das hier war eben vorhin die Mini-Position. So, der hier auch, hat auch nichts verloren. So, ne? Also hier sieht man, das ist halt, das hier oben war eine andere Geschichte. Und hier unten sieht man halt, da ist er halt raus, waren halt nicht ganz 50 Punkte, aber lag, glaube ich, an einer anderen Einstellung, weil ich habe, aber das war gut so, weil ich hatte mich noch einen anderen Exit definiert, wo halt das Ganze nach Zuwachs eingestellt war von irgendwie. Letztens, der war auf Prozent eingestellt und auf 5% Zuwachs, und deswegen ist der jetzt halt eben rausgeflogen. Das Konto ist natürlich überschaubar bei solchen Aktionen. Das heißt, 5% sind dann hier an der Stelle jetzt leider kein fünfstelliger Betrag. Ja, aber darum geht es ja nicht. So, also, konnte man das jetzt verstehen? Sehen. Wer war dabei? Frage ich mal so rum. Das war leider ja wirklich super schnell. Ich weiß es, ja. Aber so ist es halt manchmal. 30 Punkte, okay. Zu schnell, Birgit. Ja, ne? Aber das ist eben das beim News Trading. Da muss man halt manchmal schon ein bisschen irgendwie auf Zack sein. Ja, ne? Hier sieht man es also, wie gesagt. Das ist ja auch der letzte Trade, das war irgendwie so ein Testing davor und ja. Okay. Na, und der war halt eben dann bei Auto Exit, war die ganze Geschichte halt so eingestellt. Deswegen ist der halt auch gar nicht in den Trail, aber an der Stelle gut. Ich mache das halt wirklich schon auch oft, dass ich mir halt mehrere Exits oder Exit-Kriterien dann halt eben hole. Jetzt muss man gucken, wir kommen mal hier noch irgendwo rein. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ne? Auch 25 Punkte, 25 Punkte, sehr gut. Ist doch schön. So, hier kann man natürlich jetzt irgendwie mit einer kleinen Position, ja, dann auch versuchen hinterherzugehen und dran drauf bauen, dass die Geschichte oben durchgeht. Wir sehen es ja hier im Daily. Das sollte man dann aber auch nicht lange fackeln. Ne? Also, was ich hier mache, gerade so lange erklären, es dauert, ist alles schon viel zu lange gefackelt. Das kann man nicht anders sagen. Aber ich muss halt hier tatsächlich einfach so ein paar Sachen gleichzeitig im Auge behalten. Das ist halt immer die Krux beim Live-Trading. Würde halt hier jetzt vielleicht einfach versuchen, da unten nochmal irgendwo reinzukommen. Weil der ist jetzt auch schon gerade wieder falsch eingestellt. Und ich muss nämlich hier wieder MIT ausschalten, einschalten. Das hatte ich vorhin ausgeschaltet. Warum habe ich das ausgeschaltet? Vielleicht auch ganz kurz ein Wort dazu. Das hat man ja vorhin gesehen. Wenn ich halt MIT heißt ja Market If Touch, das heißt, der Stereo Trader regelt die ganze Geschichte, also den Fill und so weiter. Wenn MIT aus ist, macht der Broker das. Ja, das heißt, bei News sollte man meines Erachtens, wenn man eine Stop Order macht, und das hatte ich ja eben, sollte man eher MIT ausmachen, weil man dann halt nicht die mögliche Verzögerung hat, die eben sich dadurch ergibt, weil halt viele Daten eben halt auch über die Internetleitung reinkommen. So, bei Limit-Ordern allerdings, bei News würde ich immer MIT einschalten, weil ich dann den Limit-Pullback-Effekt habe. Ja? Und den habe ich ja nicht, wenn ich zum Beispiel jetzt die Broker beim Order liegt, weil dann wird das Ding ja einfach dort gefillt, wo es halt liegt, nirgends sonst. Ja? Und das ist natürlich gerade bei News, haben wir auch schon ein paar Mal in den Webinaren ja auch gesehen, kann das halt auch schon mal deutlich ins Auge gehen, ne? Und weil der Markt dann halt einfach viel zu schnell ist. Also, wenn man das hier machen will, man sieht ja, er kommt hier noch nicht mal, das ist der 2-Minuten-Chart, so wirklich an den Anfang zurück.
ist aber hier jetzt einfach das bisherige Tageshoch. Von daher könnte schon sein, dass wir jetzt hier eine Reaktion nach oben kriegen und dass wir einmal kurz darunter dippen und dann halt wieder rauf. Ich weiß es halt nicht, ne? So, das jetzt, gut, MIT bzw. Limit Pullback, aber bisschen zu knapp hier auch jetzt eingestellt. Also wenn er schneller gelaufen wäre, wäre es einfacher gewesen. Aber halt, naja, es kann halt sein, dass es jetzt genau den Trade von vorhin nochmal kostet, weil wir haben hier den Point of Control. Den sollte man eigentlich schon irgendwie mit berücksichtigen. Wobei die Position ist ja jetzt kleiner. Da sollte man schon irgendwie drauf gucken, weil der ist natürlich auch immer ganz schnell wieder erreicht. Gerade bei News, wenn der Markt eben dünn wird. Ne? Ist ja gar keine Frage. Weil irgendwo muss er ja letzten Endes hin. Und wenn er jetzt hier Luft holen will, was man halt hier auch sieht, eigentlich auch ganz nett, ist halt durch diese Hochs beziehungsweise Widerstände im M5. Da könnte er jetzt genauso drauf aufsetzen. Hier an der Stelle, da wäre dann auch der SMA 20, das wäre die 223. Na, von daher kann der auch jetzt hier eigentlich auch nochmal 20 Punkte runter erstmal. Ne? So, da muss man aber dann trotzdem auch aufpassen, dass er nicht einfach da durchsticht und wir wieder komplett bis auf Anfang von der Bewegung hier laufen. Dann ist natürlich die ganze Geschichte, dann wird die nicht funktionieren. Und was halt hier natürlich ganz klar relevant ist, ja, von daher ist Long natürlich auch nicht ohne. Das ist halt nun mal dieses Hoch, was wir halt hier im Daily haben, da unten. Da waren wir jetzt relativ genau dran. Von daher ist es natürlich auch völlig legitim, wenn die Geschichte jetzt nicht aufgeht. Ich versuche ja nur hier jetzt irgendwie in den Impuls reinzukommen und hoffe, dass das nicht komplett daneben gedacht ist, ja. So, weil ich weiß ja nicht, ob der da durchgeht. Ich sehe ja nur, wir haben irgendwie mit den News einmal nur kurz Luft geholt. Unten ist nichts mehr passiert. Und dann ist der Markt direkt nach oben geschossen. Hier sieht man übrigens auch in den VWAP rein, ja, also wie gesagt, vom Tool, vom Orkan, im VPOC kann man das halt sich nett darstellen. Ich traue dem aber hier nicht, ganz ehrlich. Mir ist das irgendwie zu, ich habe den jetzt direkt abgesichert, mir ist das ein bisschen zu verhalten. Also entweder er knallt jetzt oben durch oder ich gehe halt hier mit Null raus, weil irgendwie ist das noch nicht wirklich nett, noch nicht wirklich schön anzusehen, was er hier macht. Also wenn die Geschichte jetzt wirklich oben raus will, dann sollte er das auch machen. Und nicht noch irgendwie lange rumzackern. Ne? So, ich bin jetzt hier erstmal mit Null wieder raus, weil das ist definitiv zu langsam. Im Buch sieht man auch nichts. Ja? Und oft ist es eben so, würde mich nicht wundern, wenn jetzt das Volumen hier ausgeht. Ja? Also wir haben ja hier das Orderbuch an der Stelle vom Future über den CFD geblendet. Das kann man mit dem Stereotrader ja machen. Und ja, und man sieht halt irgendwie nichts. Das heißt, keine größere Order auf irgendeiner Seite. Was zum Beispiel oft eben eine Iceberg eben halt kennzeichnet. Und es kann halt passieren, wenn das Buch dünn ist. Jetzt haben wir hier kurz eine gesehen, wenn das Buch dünn ist, dass es dann einmal einen Ruck gibt, ja, und dann meistens in die Richtung, in die man nicht investiert ist. Und dann wird die ganze Geschichte wieder umgespult. Ne? Und deswegen bin ich jetzt hier erstmal mit Null raus, weil das gefällt mir so noch nicht. Ne? Also es könnte jetzt einfach sein, dass die hier einmal plopp auch wieder auf Anfang läuft. Und das habe ich eben schon ein paar Mal auch gesehen, gerade beim News Trading. Wenn es plötzlich dünn wird und dann kommt einer und macht dann halt eben die große Kasse auf und dann dreht sich die Geschichte komplett in die andere Richtung. So, also, was haben wir, was kam denn bei den News dabei raus? Nelson, willst du vielleicht mal was dazu sagen kurz? Ja, sicher. Die Zahlen kamen besser rein, zumindest was die Arbeitslosenzahlen angeht oder beziehungsweise die neu geschaffenen Stellen. 339.000 erwartet waren 195.000. Oh, krass. Okay. Die Arbeitslosenquote ist leicht gestiegen auf 3,7 von 3,5 Ja, und die gut, das ist durchschnittliche natürlich. Stundenlohn ist Ja. gleich geblieben. Ja, wie der Lutz auch hier geschrieben hat, ne, deswegen habe ich auch gerade mal genau nachgefragt. 100% mehr Stellen als erwartet. Das ist natürlich schon heftig, ne? Also, das ist natürlich echt ordentlich. Und sollte eigentlich auch eine deutliche Reaktion halt eben auch zumindest hervorrufen, ja. So, ob das jetzt wirklich Long unterstützt, steht auf einem ganz anderen Blatt, ja. Davor kann ich immer nur warnen. So, ja, viel, viel mehr Stellen als erwartet, doppelt so viel, dann muss der Markt ja steigen. Ja, das muss er nicht, das kann er, ja. Die Chance ist nicht größer als 50-50. Von daher sollte man das so nicht machen, ja. Wie gesagt, das kann auch mal aufgehen, das sage ich ja gar nicht, ne? 50-50 heißt ja,
Es geht mal gut, es geht mal nicht gut, ist aber nicht unbedingt ein Ansatz, der es dann großartig wert ist zu verfolgen, außer man verdoppelt jedes Mal die Size und spielt dann Casino. Aber wie oft das dann halt funktioniert, ne, wissen wir alle, irgendwann ist da halt Feierabend. Hier gerade noch kamen noch ein paar Feedbacks vorhin zu meiner Frage auch. Wer war dabei? Einer ist long gegangen. Darth Trader, interessanter Teilnehmername. Und Ein treuer Teilnehmer, sehr lange dabei schon. ja. Ja, ich kann dann, klar, so einen Kunstnamen natürlich ein bisschen schwer zuordnen. So, beide Richtungen mitgenommen. Der Werner 12 Punkte, andere Norbert 25, Martin 25. Sehr schön. Das ist doch gut. Das ist doch schön, das freut mich doch. Das freut mich doch. So, und wenn ich halt einfach nicht der Einzige bin, der hier was macht, aber das ist ja bei unseren Webinaren hier, wo ihr dabei seid, ist das ja eigentlich nie so. Ich bin ja ganz, ganz selten allein. Schade ist dann immer nur, wenn es daneben geht, aber Gott sei Dank ist das ja halt nicht in den überwiegenden Fällen der Fall. Ja, also hier schreibt auch der Matthias, ne, vielleicht geht es nachher nach oben wie bei den Mai-NFP-Zahlen. Ja, ne? Also das Ding ist, die Kasse findet es halt irgendwie, das ist halt super schwer zu interpretieren, was die Kasse draus macht. Ich würde da halt auch irgendwie nicht unbedingt immer nach dem Ansatz gehen, na, ist jetzt schon gestiegen oder Kasse, wenn die jetzt kommt, knallt die hinterher, weil gut oder sonst was, sondern einfach wirklich nach dem gleichen Prinzip gucken, wo fehlt was, ja. Weil auch von der Kasse kann das so sein, ja, dass der halt einfach, dass die jetzt da kommen mit dem großen Pott und sagen, na, endlich kriegen wir die Kohle los, weil wir haben gute Zahlen. Das kann sein, ja. Das ist ja gar nicht ausgeschlossen, ja. Oder halt der andere kommt und sagt, ja, endlich kriegen wir unseren Schrott verkauft, ja, weil die Bekloppten kaufen gerade alle, also stoßen wir endlich unsere Aktie XY ab, und sind das Ding endlich mal zum vernünftigen Preis los. Und dann geht es halt runter. Ne? Und je nachdem, was es dann halt natürlich für einen Wert ist oder welche Werte das dann halt eben sind. Von daher auch da, ne, immer mit Vorsicht zu genießen. Also es macht einfach vom Trend her, ich meine, das muss man sich ja auch immer wieder in Erinnerung rufen. Ich habe ja auch gestern im Blog schon geschrieben, ne? Der Markt ist eigentlich halt long. So. Und das war ja jetzt dann auch 14 Stunden vor den News. Das heißt, der Markt auch nur Trend gemacht. Ne? Und da hat auch noch keiner gewusst, was jetzt kommt. Und trotzdem ist er halt schon hochgelaufen. Ne? Von daher, das ist ja jetzt quasi nur die Fortsetzung vom Trend erstmal. Ne? Und es gibt immer Gründe für rauf und runter. Und ich finde es wahnsinnig schwer, sich irgendwie da reinzudenken, was die großen Marktteilnehmer machen könnten, was für Gründe die haben. Das finde ich halt so, das grenzt für mich irgendwie so an, ja, oder hat das eigentlich das Attribut vermessen halt auch schon irgendwo verdient, ne? Weil wenn es so einfach wäre, dass es einfach nach Logik geht oder dass man das so schlicht nachvollziehen kann, da wird ja keiner mehr irgendwelches Geld verlieren, ne? Ist ja auch klar. So, wir sind direkt im Gap der Jahreseröffnung. Okay, habe ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Ja, okay. Ja, klar, ne? Also Matthias, der Heiko Behrendt hat es irgendwie gezeigt. Im Mai waren 180.000 erwartet und es sind 235.000 raus. Der DAX danach 200 gestiegen. Ich wette, es gibt halt eben auch Gegenbeispiele. Ne? Und vor allen Dingen die Frage ist ja immer, ab wann streikt er? Ja? Das ist ja immer das Ding. Wir machen ja hier Daytrading. Das heißt, selbst wenn wir heute Abend einfach nur hier drunter stehen, unter dem jetzigen Tageshoch, ja, und dann sind wir aber immer noch gestiegen, aber das nützt mir ja jetzt nichts. Und von daher ist das Timing ja halt auch einfach immer ein nicht ganz unwichtiger Faktor bei der ganzen Nummer. Ne? Und weil ich muss gucken, dass es im Daytrading nicht funktioniert, dass ich hier an der Stelle was draus mache und da nutzt es halt irgendwie nichts. Halt irgendwie zu sagen, ja, das war damals so, ist auch gestiegen. Ist immer die Frage, ab wann, ne? Immer. Ganz klar. Also ich würde mich niemals trauen, gegen den Heiko hier zu wettern. Der Heiko hat viel mehr Ahnung als ich. Vor allen Dingen halt auch von der fundamentalen Seite her. Da kann ich überhaupt nicht mitreden. Ich kann aber immer nur sagen, so, ich bin halt jemand, der guckt halt nur und der ist halt auf die Zeit angewiesen, die der Markt eben ja auch als Faktor mitbringt. So. Dann da bringt es uns nichts. Wir stehen jetzt am Tageshoch. Kann man natürlich sagen, ja,
Tageshoch ist ja sehr hoch, ja, also ist gestiegen, also gehe ich long, ja. Der nächste sagt, der Tageshoch, hier auch noch, wo man es hier auch sieht, im Daily, wenn man da mal zurückgeht, ja, das ist so ein Widerstand, da gehe ich doch short. Ja, von daher, und wie gesagt, selbst wenn der von hier jetzt nochmal da runterläuft, von mir aus sogar bis dahin, wo ich eben gesagt habe, und dann am Ende des Tages dann hier steht, nur mal als Beispiel, ja, dann bin ich hier long gegangen bei guten NFP-Zahlen. Er hat mich komplett rausgebügelt und am Ende steht in der Presse trotzdem, Markt ist gestiegen, weil er halt einfach gegenüber dem Anfang gestiegen ist. Das ist halt eben der Faktor Zeit. Mal wirklich mal hier ganz plakativ und simpel mal dargestellt, weshalb so ein Ansatz schon nicht irgendwie ohne ist oder so eine Vorgehensweise, wo man halt sich darauf einstellen muss. Ja, Matthias, ne? Also das ist ja auch nicht irgendwie als Recht oder als gemeint, um jetzt dein Argument hier zu eliminieren, ne? Oder für ungültig irgendwie zu erklären. Das ist ja gar nicht der Punkt, sondern hier sind ja auch immer Anfänger dabei und die wollen ja natürlich auch verstehen, warum, weshalb man was wie wo halt macht und warum halt nicht. So, das ist halt alles, ne? Von daher, weil wenn du damit gut fährst, generell oder vielleicht eben direkt long gegangen bist, wegen den Zahlen und jetzt dabei bleibst, ja alles okay, gibt es ja gar nichts dagegen zu sagen. Ich habe ja auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. So, ich würde jetzt aber trotzdem hier, der Punkt hier unten, der gefällt mir schon immer noch, ja, die 223, ne, weil es halt eben hier auch so die letzten Supports sind, hier nochmal Widerstand, das würde schon Sinn machen und da ist ja auch der Point of Control, so wie ich das sehe. Das heißt, ich lasse hier mal eine Order einfach liegen und switche, habe jetzt hier alles soweit wieder eingestellt und switche jetzt mal rüber auf das Tagesbild und gucken wir uns den DAX nochmal an. Wenn er jetzt hier oben abhaut, ja meine Güte, dann haut er halt nach oben ab. Ja. So, aber ein paar Punkte sind ja auf jeden Fall schon eingefangen innerhalb von den ersten 10 Sekunden. Von daher, also 25 Punkte, da kann man jetzt auch nicht mehr viel falsch machen, außer man versenkt jetzt die 25 mit der gleichen Size nochmal, dann ist natürlich blöd. Ja, aber theoretisch können wir hier auch einfach aufhören. Und dann wäre auch schon alles fein. So, gucken wir uns die ganze Geschichte hier nochmal an. Der DAX. Also, Stunde zeigt hier erstmal nach unten. Okay, hier oben abgeprallt an den Widerständen. Das heißt, der DAX könnte hier eigentlich recht stressfrei, gucken wir uns das hier auch mal im kleineren an, bis zum Ende der Stunde nach oben wegziehen. Das sieht irgendwie für mich irgendwie doch recht plausibel aus. Das heißt, hier würde ich sogar versuchen, an dem Hoch, wenn er da nochmal dran geht, mal irgendwie long zu platzieren. Weil, kann man gucken, ne? Also halte ich halt für relativ unkritisch an der Stelle, weil wir halt eben hier nicht, auch nicht am Tageshoch sind, ne? Sondern halt ja ein bisschen Platz dann eben auch haben. Und daher könnte das durchaus Sinn machen, wenn er hier oben nochmal hinläuft. So, wenn aber das jetzt hier der Peak gewesen ist, der ihn jetzt erstmal runterbringt, dann bin ich da oben ja eh aus der Gefahrenzone raus. Macht für mich aber erstmal Sinn, den da oben zu lassen. Wir haben noch 10 Minuten, bis die Stunde fertig ist. Also ich versuche halt hier schon nicht nur einen Trade zu machen, wie man sieht, sondern nach Möglichkeit noch was mitzunehmen. So, die Stunde selber. Sieht man ja auch hier, ne? Das hier ist der Stundenchart. Ich hoffe, ich verdecke da nicht irgendwo was. Wir stehen ja halt einfach hier in der letzten, im letzten Außenstab nach oben ja auch drin. Ne? Von daher gibt es auch wenig Grund, da anzunehmen, warum der jetzt unbedingt tief enden sollte. Ja? Sondern eher plausibel, dass der jetzt hier im letzten Moment nochmal hochzieht und dann vielleicht sogar nochmal ein neues Tageshoch macht und dann man hier vielleicht auch nochmal irgendwie 10, 15, 20 Punkte irgendwo halt relativ gemütlich mitnimmt. Kann sein, ne? So, aber wie gesagt, muss man sich natürlich auch gleich nochmal angucken. Ich lasse sie jetzt mal liegen, höre das ja im Hintergrund, wenn die Order gefüllt wird und wird dann halt einfach rüber switchen nochmal. So, Daily. Also, was haben wir hier im DAX nochmal? Gucken wir uns das mal an. So, da habe ich ja vorhin, habe ich das vorhin eingezeichnet? Ich glaube ja, ne? So, das heißt, hier stoßen wir auch an diverse Widerstände. Das habe ich doch vorhin gar nicht eingezeichnet. Okay, warum auch immer. Hier stoßen wir an diverse Widerstände, hier oben auch
dran, was heißt, das ist aber nicht wahnsinnig markant. Ne? Das einzige eigentliche, boah, ich habe hier echt einen Sprachfehler. Der eigentliche Widerstand ist ja eher da oben am alten ATH, ne, bei der 300 etwa. Das ist der eigentliche Widerstand und ist auch von hier jetzt nur 300 Punkte, nur 300 Punkte entfernt. Aber generell ist es natürlich wesentlich interessanter, als es hier sind 16.000, wobei die auch wirklich zu Tode gehandelt wurde jetzt mittlerweile. Ist eine Sache, die ich irgendwie nie verstehe, warum DAX immer die Tausender-Marken, wochenlang geht es immer drunter und drüber, bis es mal irgendwie erledigt ist. So, der Dow hier auch eine Stunde jetzt nochmal, mal gucken, was das wird. Steht auch hier unten dann tatsächlich auf dem SMA 20, habe ich vorhin gar nicht so wirklich gesehen, aber ist auch nicht schlimm. Aber auch, ne, wenn der jetzt oben rausziehen sollte und dann steckt die Kerze unten drin und da kann man wahrscheinlich hier direkt am alten Hoch direkt nochmal long gehen. Wobei, ich habe hier eine Long-Position liegen als Limit. Ich finde die nach wie vor immer noch eigentlich gut so, wie sie denn da liegt. So, gucken wir uns hier auch nochmal jetzt im Daily die Geschichte nochmal an. Wenn wir irgendwas übersehen haben. Man erstmal nicht, ne? Also hier klar ist ein Widerstand, aber ist der markant? Ich weiß es nicht, ne? Da wäre halt schon hier oben die Zone natürlich wesentlich interessanter. Vor allen Dingen, wenn er jetzt halt eben auch die Bewegung von gestern dann auch verwandelt und dann jetzt auch wirklich nach oben mal wegzieht. Ob das jetzt heute kommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich reicht es heute auch, wenn wir hier irgendwo in dem Bereich halt irgendwo enden. Gucken wir uns mal den Weekly an. Ja, ne? Das ist bestätigt das Ganze eigentlich, weil die ist gleich grün die Woche, wenn wir noch ein bisschen hochlaufen. Und dann war es das mit der roten Wochenkerze. Ne? Dann stehen wir hier oben irgendwo drunter oder beziehungsweise in der alten Woche oder über der Eröffnung. Das heißt, 380, irgend sowas, also noch 150 Punkte hier drauf, würde locker reichen. Ja, also jetzt irgendwie zum Ende der Woche und alles andere wäre dann halt eben Bonus. So sehe ich das, ja. Kann natürlich auch sein, dass er runterkommt, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also nicht zum Tagesende. Dass jetzt irgendwie gleich beim Kassa nochmal irgendwie die Schweinereien gemacht werden, das glaube ich allerdings, ja. Weil es ist ja immer so, spätestens wenn der Letzte kapiert hat, dass der Markt long ist, geht er short. Beziehungsweise geht erstmal runter und zermürbt so lange, bis keiner mehr dabei ist und dann wird plötzlich zugeschlagen. Immer am allerletzten Punkt. Ne? Oder wie der Heiko auch immer sagt, ne? Der Way, no, wie war das? Way of Maximal Pain oder irgend sowas. Ne? Und das ist halt tatsächlich so. Ja, der Matthias schreibt es ja auch, der DAO nervt mich ja, mich zurzeit auch. Ich bin momentan wirklich mega zurückhaltend im DAO und bin da halt viel, viel mehr im DAX gerade unterwegs, was ja eigentlich total ungewöhnlich für mich ist. Ich mache normalerweise nur DAO, habe es jetzt ja auch eben in dem bei den News ja auch gehandelt, den DAO und nicht den DAX. Soweit okay. Aber halt den einzuschätzen, das ist momentan wirklich Katastrophe. Auf den Nasdaq, ja, fragt der Matthias, auf den mal zu wechseln. Das Thema gab es ja schon mal öfters. Ich habe mir das immer wieder mal vorgenommen, aber mir kommt aber auch irgendwie immer wieder irgendwas dazwischen. Und wir sind ja gerade umgezogen und gefühlt immer noch irgendwie jeden zweiten Tag im Baumarkt. Und das ist immer irgendwie nicht fertig. Und als nächstes muss der Stereo-Trader nochmal ran. Und weil so ein Markt, jetzt irgendwie einen neuen Markt zu erschließen, ich meine, es gibt ja halt auch irgendwie Kollegen, die halt auch ganz viele Märkte machen. So, ich bin aber immer eher so einer, ich bleibe halt bei dem, was ich halt kenne. Und das sind halt einfach der DAX und der DAO. Und wenn ich jetzt mit dem Nasdaq irgendwie anfange, klar macht das Sinn, ja. Aber ob ich dann auch so gut bin, irgendwie vorherzusehen, was da halt jetzt als nächstes kommt, das glaube ich nicht. Ne? Weil dazu müsste ich mir den erstmal ziemlich lange angucken, um mal zu verstehen, wie der gehandelt wird. So beim DAO kenne ich das halt, ja, so diese. Auch wie die Kassaeröffnung läuft und so die Eigenheiten einfach von dem Markt. Und die kennt man halt nicht, wenn man den jetzt irgendwie mal kurz neu aufmacht, einen neuen Chart macht und dann anfängt mit der klassischen Herangehensweise da irgendwelche Linien und so weiter zu zeichnen. Ne? Das ist, weiß ich nicht. Also dazu müsste ich mir den irgendwie schon auch mal so ein paar hundert Stunden oder 1.000 Stunden mal angucken, um da wirklich dann auch verlässlich was sagen zu können oder so, dass es halt dann ja auch die gleiche Qualität hat. Wie ich, so hoffe ich doch, sie hier beim DAX und beim DAO ja eben auch abliefern kann. Und auch da liege ich nicht immer richtig, ja. Aber halt, ich kann, habe zumindest ein Gefühl dafür, was der Markt halt macht oder was die Märkte halt machen.
das würde mir beim Dauerhalt einfach fehlen, ganz klar. Gut. Ja, das an die Matthias auch ein Dankeschön für das Lob. So, jetzt kannst du dein Häkchen alle grün machen. Dann kommt der Nelson. In dem Moment, wo ich sage, weil der Nelson macht mir immer so nette Häkchen da hinten, hinter die Fragen. Und die sind dann rot, wenn ich noch nichts dazu gesagt habe. Und grün, wenn ich sie aufgegriffen habe. Und jetzt war er schneller, als ich es sagen konnte. Ne, Nelson, bist schon ein guter. Danke, danke. Und auch wieder da jetzt. Mein Rechner hat sich verabschiedet. Ich habe dir geschrieben, aber du warst so im Flow, hast gar nicht gemerkt, dass ich weg Okay, wo hast du das geschrieben? war. Handy, Nachricht. Ach so, ja, das liegt hier natürlich auf nicht stören, auf den Kopf gedreht, damit da nicht irgendwelche. Aber okay, hat ja funktioniert. Habe ich echt nicht gesehen. Nee, ich mache natürlich hier immer alles aus, weil sonst. Ja, sehr gut. Das war ja auch der Test. Ach so, du warst gar nicht offen, ne? Dein Rechner hat gar nicht gestreikt. Doch, doch. So. Also, wie man sieht, der Punkt hier ist nicht so ganz doof, ne? Gewählt. Der Markt kommt auch schon wieder runtergekrabbelt und der DAX dann wahrscheinlich parallel irgendwie auch, ne? Ja, also oben aus der Gefahrenzone. 3 Minuten, das wird er wohl eher nicht mehr machen, würde ich mal tippen. Dann müsste er sich aber hier schon ein bisschen anstrengen. Wo sind halt nur 30 Punkte in 3 Minuten eigentlich kein Thema. Auch für den DAX nicht in letzter Zeit, weil der läuft da eigentlich schon recht rund. Ich lasse die jetzt einfach mal da liegen. So, die stört mich jetzt ja nicht wirklich. So, aber hier wäre natürlich schon ein kleiner Dip irgendwie welcome. Und mal gucken, ob wir den irgendwie bis 3 Uhr noch, also bis 15 Uhr noch bekommen. Hier noch ein Fill. Und wenn nicht, dann machen wir halt hier den Deckel drauf. Also, das Ding ist immer bei solchen Webinaren, denke ich mir auch mal, boah, hätte ja auch irgendwie um 14:35 Uhr auch schon irgendwie Schluss machen können. Ne? Wäre auch okay gewesen. So, der Tobias fragt, wie analysierst du den neuen Markt? Rein über Chart, Open High, Low Close? Das kann ich ja so noch nicht mal sagen. Ich glaube, ich würde mir den einfach erstmal angucken und dann halt irgendwie testweise versuchen, so zu handeln, wie ich eben halt auch den DAX oder den Dow handle, wobei das ja auch schon wieder ein Unterschied ist. Ne? Aber tatsächlich erstmal gucken. Also, weil rein über irgendwelche Chartformationen, oh, da bin ich halt nicht so der große Fan von. Ne? Das ist mir zu lehrbuchmäßig. Also nicht, dass das alles, ich will nicht sagen, dass das alles Quatsch ist. Auf gar keinen Fall, ne? Aber also was ich mir auf jeden Fall angucken würde, wäre natürlich auch das Volumen, ganz klar. Wie geht er mit dem POC um? Wie geht er halt auch mit dem VWAP um? Und aber auch, wie geht er mit den Trends um? Und wo ja halt ein DAU zum Beispiel, jetzt mal von den letzten Wochen abgesehen, in der Regel ja auch sehr sauber ist, ja, ist ein Trend gebrochen, gibt es einen Rücklauf und dann kommt irgendwann auch die Fortsetzung. Das heißt, eigentlich eiert der meistens nicht lange, sondern folgt dem Trend. Das ist so ein Punkt, den würde ich mir angucken im neuen Markt, wie zum Beispiel dem Nasdaq. Wie geht er mit markttechnischen Trends um? Ja, weil ich muss ja erst mal rausfinden, so was interessiert ihn überhaupt? Dann aber halt eben auch ganz normal irgendwie SMA 20, so alle Timeframes und dann mal gucken, welcher er gut findet und natürlich halt eben auch Außenstäbe. Und dann wird sich schon irgendwie, wenn man sich das lange genug anguckt, kann man ja live machen oder halt eben auch in der Historie. Live kann man ja eigentlich nur das Volumen machen, das funktioniert in der Historie nicht wirklich. Aber halt solche Sachen kann man sich natürlich dann halt eben auch in der Historie angucken und dann halt versuchen herauszufinden, was ist halt eben da tatsächlich irgendwie versprechend vom Ansatz her. Ne? Kann man ja auch ein paar Tests sicherlich machen, also was Außenstäbe angeht, also mit dem StereoTrader und dem MetaTrader 4 in der Historie halt rumtesten zum Beispiel. Mit Sicherheit auch ein Ansatz, ne, der jetzt nicht doof ist. So, schriftliche Anleitung, den Dom, ich glaube, also ne, die Frage kommt hier, wie kriege ich die Markttiefe hier und das Volumen vom Future in den CFD? Ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da habe ich irgendwann mal ein Video dazu gemacht, bei YouTube vielleicht mal gucken. Das Stichwort heißt Volume Mapping. Ja. Und sollte es eigentlich irgendwo geben? Wir haben auf jeden Fall mal ein Webinar bei FXLet dazu gemacht. Da bin ich mir wiederum sicher. Aber wo ich das finde, ist natürlich auch echt großes Fragezeichen. Ja, und Prix ist im Traders Club Add-on enthalten, genau. So,
Also, Phil haben wir hier keinen gekriegt, da oben auch nicht. Ja, also, wenn ich mir das jetzt so angucke, das ist eher so was, wir warten auf die Kasse, ne? Der kann jetzt hier oben durchlaufen. Es kann aber auch sein, dass jetzt einfach hier nur auf der Stelle nur rumdaddelt. Glaube ich, ist es jetzt irgendwie halbe Stunde vor Kasseeröffnung vermutlich nicht wert, jetzt hier long zu gehen, sondern vielleicht stochert die noch mal eine Ecke tiefer. Also wenn die Kasse jetzt kommt, vielleicht macht die noch hier, nimmt das Tief noch mal raus. Guck mal hier, da sieht man ja auch, wir waren noch nicht mal am Point of Control. Da würde ich, glaube ich, jetzt echt erstmal die Kasse abwarten, um jetzt hier irgendwie was Neues aufzumachen. Und der DAO, der ist für mich nach wie vor hier spannend, ja, wird aber mit der Kasse wahrscheinlich auch eher nicht ausreichen und ist dann vielleicht ein Kandidat für eine Skalierung. Ich meine, was man in so einem Fall ja machen kann, wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, ich glaube, dass das Ding long unbedingt geht, ja, und wette da irgendwie das Haus von der Oma drauf. Dann kann man ja hingehen und sagt dann halt, okay, ich nehme den ersten Punkt, Point of Control, ja, was halt irgendwie so der nächstmögliche Rücklauf wäre, dann halt nochmal den VWAP, so, was ist der nächste relevante Punkt im H1? So, vielleicht hier unten irgendwo, wo die letzten Lows waren, bei 0,56 und skaliere mir das Ding dann halt so zurecht. Das heißt, aber sowas kann man natürlich dann nicht mit einem Stop machen von irgendwie 20, 30 Punkten, das ist halt auch klar. Also Scalping ist das nicht, ja, sondern eher so, ich will was von der Bewegung raus haben. Wenn der Markt am Ende des Tages long gegangen ist, will ich nicht Minus auf der Uhr stehen haben. Ja, dafür bin ich bereit, irgendwie den Stop großzügiger zu setzen und die Füße stillzuhalten. Dann kann man das so machen. Ja, also dann verteilt man halt die Position, setzt sich aber auch sein Maximum und sollte auch damit rechnen oder sollte es gewillt sein, auszuhalten, das Maximum sich anzugucken. Ne? Also nicht nach dem Motto, ja, ich setze da mal irgendwie fünf Positionen hin, die letzten zwei kommen ja sowieso nicht. Und wenn dann halt die vorletzte kommt und dann falle ich vom Stuhl, weil ich es irgendwie, weil ich ins Schwitzen gerate, dann sollte man das nicht machen, sondern sollte das schon irgendwie dann auch so einstellen, so wählen von der Size her, dass das nicht wehtut und einen nicht nervös macht. Und dann kann man so eine Position verteilen, einfach an den markanten Punkten. Und dann ein paar Stunden später nochmal drauf gucken und dann überlegen, was man damit macht. Alright, gut. Gut, mit dem Priax, da muss ich nächste Woche nochmal ran. Ich weiß, da ist irgendwie bei einigen, nicht bei allen, gibt es halt irgendwie eine Meldung mit Lizenzen, aber das machen wir jetzt hier nicht im Webinar. Hier geht es hier um News Trading. Und wie gesagt, versprochen, ab nächste Woche wird sich das hier auch wieder langsam wieder normalisieren. Ein bisschen hat sich ja schon normalisiert. Aber. Und da werden solche Sachen auch angegangen. Ganz klar. So, der Markt haut ab, aber gut, lassen wir ihn abhauen. Alright, so, ich würde dann sagen, wir haben es eigentlich soweit, auch was es werden soll mit dem Weekly, was wahrscheinlich ist. Da sieht man es ja wahrscheinlich schon, ne? Ist wahrscheinlich schon grün, genau. Ne? Also Woche zieht hier auf grün, die kann immer ein bisschen wackeln, aber ist halt eigentlich abzusehen, dass wir hier oben dann halt auch irgendwo da mindestens enden und wenn es höher läuft, läuft es halt höher auffallen. Und der DAX ist eigentlich auch schon fast dabei, hier das Ding auf grün zu ziehen. Das würde auch zum Blog passen, was ich gestern Abend geschrieben und heute Morgen gepostet habe. Auch gut möglich, dass wir dann halt hier oben irgendwo in dem Segment dazwischen dann in grün enden. Wir werden sehen, ob es so kommt. So, dann bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich, dass ihr dabei wart. So zahlreich wie eh und je, freut mich natürlich und natürlich auch Nelson, der Nelson und der Nelson, dass die beiden dabei gewesen sind. Ich hoffe, es hat euch Spaß Doppelpack. gemacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also euch Nelsons und natürlich auch den Zuschauern und Teilnehmern sind natürlich alle damit gemeint. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, endlich wieder live zu gehen und hier ein Webinar. Oh, jetzt wackelt es aber hier heftig. Der Tisch ist noch ein bisschen, da muss ich mir noch was überlegen. Habe mich auf jeden Fall gefreut und hoffe auch, dass das in Zukunft irgendwie ein bisschen öfter stattfinden wird, noch sogar als irgendwie in der Vergangenheit. Bei FX Flat sind die Termine ja sowieso eigentlich soweit eingetütet, aber ich versuche auch zwischendurch vielleicht noch das eine oder andere Livestreaming nochmal einzuschieben und da halt ein bisschen mehr Gas zu geben. So, aber bevor jetzt irgendwie alle davon rennt, der Nelson hat das letzte Wort, der hat nämlich hier immer
die meiste Geduld von allen und ist am wenigsten beachtend im Hintergrund, aber ohne den wird hier überhaupt nichts laufen. Von daher seid so nett und lasst den Nelson sich noch in Ruhe verabschieden, bevor er jetzt auf den Knopf drückt. Ich sage aber schon mal Tschüss an der Stelle. An dich geht das Wort, Nelson. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja, super. Vielen Dank, Dirk. Wir hören und sehen dich ja bereits schon am Dienstag zum Live-Trading. 8:45 Uhr hier wieder bei uns. Und vielen Dank an alle für die Teilnahme. Vielen Dank auch tatsächlich hier an die bezogen auf die Feedbacks in meine Richtung. Also habe ich mich auch sehr gefreut. Und ich wünsche natürlich ebenfalls ein schönes Wochenende. Und wenn Sie heute noch traden, natürlich noch viel Erfolg. Passen Sie auf Ihre Position auf. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann nächste Woche wieder am Dienstag dabei sind. Also, bis dann. Ciao, ciao. Dabei seid. So ist es richtig. Ciao, ciao.